So Leute, die Folge 27, Station der Vorzeit, ist eine tolle Folge. Das ist eine Eins für mich. Die Musik ist toll, die Storyboard ist toll, die Sprecherleistung, die ist toll. Da kann man super bei einschlafen bei der Folge. Das geht quasi so im Rockital, im Westland, da werden tief in der Erde, in einer Tropfsteinhöhle, da werden quasi Radioaktivität gemessen. Und die drei sollen halt gucken gehen. General Forbes bleibt mit seiner Armee zurück. Und es ist halt so, dass sie kaum in der Höhle drin sind. Da werden sie auch schon angegriffen von Robotern mit Schlingenarmen. Die nehmen sie quasi mit in ihre Stadt der Vorzeit, wo alles posant ist. Die haben sogar eine künstliche eigene Sonne. Das ist scheinbar denn auch die, wo die Radioaktivität herkommt. Die haben einen Hauptcomputer, der alles steuert. Jan kann sich aus seinen Fesselungen befreien, löst dabei versehentlich einen Kontakt aus, was die Erbauer der Station, also die sogenannten Erhabenen, wohl benutzt haben. Und der Roboter ist nachher auf der Seite des Jantenna-Teams und denkt sich so, ich muss sie doch schützen, weil die Roboter möchten die ja einfrieren, weil die haben den Auftrag ja, dieses Leben zu konservieren, bis die Erhabenen zurück sind. Und das haben sie schon seit Tausenden oder Millionen von Jahren getan. Die haben Steinzeitwilde eingefroren, Dinosaurier eingefroren, alles. So, und nachher kämpfen halt die Hauptzentrale gegen die Roboter, bis dann nachher alles explodiert und die drei können gerade noch flüchten. Es ist eine sehr gut gemachte Folge. Wenn ich es noch nicht gesagt haben sollte, Note 1. Kann man super bei schlafen. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich das anzuhören. Klassik finde ich allgemein immer toll. Ich lese euch mal kurz vor, was auf der Folge steht. Eine unbekannte, schwache radioaktive Strahlung besorgt die Sicherheitskräfte von Westland. Um die Ursache herauszufinden, steigen Jan Tenner, Laura und Professor Futura in die Tiefe einer Tropfsteinhöhle. Plötzlich bricht die Felswand auf und aus der Öffnung greifen stählerne Fangarme blitzschnell nach unseren Freunden und zehren sie mit sich. Genau. Also eine bombastische Folge. Wenn man mal was ich jetzt aus dem Internet rausgezogen habe, nochmal kurz vorlesen darf. Jan Tenner ist eine Hörspielserie, die von 1980 bis 1989 von den Hörspiel-Label Kiosk, heute Kidnex, vertrieben wurde. Sie wurde erst im Jahr 2000 mit der letzten Folge abgeschlossen. Die ersten sechs Folgen wurden zunächst unter dem Namen Jan Tenner, der neue Superheld, vertrieben. Weiterhin gab es von 2001 bis 2002 eine Fortführung namens Jan Tenner, die neue Dimension. Die Originalserie wurde seitdem unter dem Namen Jan Tenner Classic vertrieben. Seit 27. September 2019 wird die Handlung von Jan Tenner Classic durch Zauberstern Recons in Form eines neuen Seriennamens Jan Tenner, der neue Superheld, fortgesetzt. Und das ist so scheiße. Das ist so schrecklich fortgesetzt worden. Also, dass diese Leute von Zauberstern sich überhaupt noch ins Gesicht gucken können, den möchte ich am liebsten ins Gesicht spucken. Es tut mir leid. Ihr macht da so einen Schrott von. Das ist so eine tolle Serie gewesen und ihr macht das so kaputt. Ihr solltet euch schämen, dass ihr das Thema überhaupt angefangen habt. Die neue Dimension, das konnte man sich ja noch gefallen lassen. Das war zwar auch nicht mehr so dolle wie Jan Tenner Classics, aber bei weitem noch besser als der neue Schrott, der rauskommt. Bleibt bei den Classic, hättet ihr da weitergemacht. Die meisten Sprecher, die leben noch. Da hätte man mit einem Trick irgendwie mal sagen müssen, Folge 46, da springt man jetzt ein bisschen zeitlich oder so, dass die Stimmen halt ein bisschen anders sind. Hätte man mit durch einen Trick oder so irgendwie erklären können und dann hätte man da weitermachen können. Ey, ich verstehe das nicht. Das ist so eine tolle Serie und die ist so kaputt gemacht worden. Naja, kommen wir zurück zu Jan Tenner Folge 27. Also diese Folge, die ist außergewöhnlich, weil wir da mal einen ganz anderen Ansatz haben. Wir gehen tief in die Erde rein und erleben da mal ein Hörspiel, ein Abenteuer. Und wir entdecken, dass quasi schon lange bevor es die Menschen überhaupt gegeben hat, schon Leute oder Außerirdischen auf der Erde waren und haben hier quasi schon Proben genommen, um die zu sammeln. Also wie quasi so ein Museum, das zu führen. Und die haben scheinbar ihre Schätze in all den Millionen Jahren, warum auch immer, nicht abgeholt.
Und das Jan-Tenner-Team findet das eben halt. Also eine sehr tolle Folge. Lasst das Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke und teilt, teilt, teilt. Und hört euch selber mal Klassik an. Hört euch mal selber die neue Dimension an. Und dann hört euch mal auf gut Deutsch den Mist an von Zauberstern-Rekons, das neue Jan-Tenner, der neue Superheld. Und wenn ihr das getan habt und ihr seid wirklich Jan-Tenner-Fans, dann könnt ihr das Neue nicht gut finden. Das geht einfach nicht. Das ist sowas von schrecklich. Ich verstehe nicht, dass man sich sowas anhören kann. Das können nur Leute sein, die vorher nie Jan-Tenner Klassik gehört haben, die neu dazugekommen sind und die das überhaupt nicht kennen. Das ist genauso wie bei den Star Wars Sachen, den neuen Sachen teilweise, die so richtig mangelhaft sind. Oder das neue Star Trek, was richtig kaputt gemacht worden ist, weil man da nicht mit aufgewachsen ist. Also das ist so ein Kind seiner Zeit und das ist genau so ein Schrott, der da abgeliefert wird. Also ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen da sind. Vielleicht läuft das einigermaßen, dass sie es weiter produzieren. Aber da habe ich mir so viel versprochen gehabt. Da habe ich damals sogar diese Sammlerbox gehabt, wo die ersten 6 Folgen, was das da war, mit den Stickern, habe ich alles gehabt. Ich habe da so mitgefiebert und ich dachte, ja, es geht endlich wieder los und sie machen endlich wieder was. Und dann ledern die da so einen Scheiß runter. Ich bin so megamäßig enttäuscht. Und Kritik wischen die so ab, anstatt mal Kritik aufzunehmen und an den Hörspielen mal irgendwas zu ändern. Ich meine, die Antenna Klassik ist damals mit den ersten 3 Folgen auch nicht so toll gewesen. Die haben sich nachher auch erst gesteigert. Nee, ich kann mir das Neue nicht antun, ey, das beim besten Willen nicht. Es sei denn, hier Zauberstern schreibt mir an und sagt, wir haben so vieles geändert, hörst du bitte nochmal an, ob das jetzt besser ist. Aber dann, dazu müssten die mir echt alle Folgen schenken, dass ich das mal durchhören kann. Also da würde ich keinen Cent mehr für ausgeben, bei weitem nicht, ey. Ich bin so mega traurig, was aus der Antenne geworden ist. Es bricht mir das Herz. Das habe ich immer liebevoll aus dem Zimmer von meinem Bruder geklaut, die Kassetten früher. Wenn der gepennt hat, wenn er von einem BBJ nach Hause kam. Und ich habe da so viel Spaß und Leidenschaft mitgehabt und so viel Fantasie mitgehabt. Ich habe das mehr gehört wie 3 Fragezeichen oder andere TKKG-Sachen oder irgendwas. Das war die erste Serie, die ich morgens hörte und abends die letzte, wenn ich nach dem Bett gegangen bin. Und die wurde so kaputt gemacht. Deswegen bin ich ein Riesenfan von diesen Klassik-Sachen. Ich kann es einfach nicht ab, dass man sowas kaputt macht. Aber wie gesagt, das ist eine Spitzenfolge. Kauft euch die. Die ist echt super. Legt euch die weg als Wertanlage. Da habe ich jetzt schon 11, 12 € für bezahlt, teilweise schon 14, 15. Die wird noch weiter nach oben steigen, wenn sie original verpackt ist. Legt euch das als Wertanlage zur Seite. Ich kann es nur empfehlen.